Hallo und herzlich willkommen zurück hier vom Dach von Matzes Haus. Grüße ich euch zum Arc Age Together. Die zwei anderen Vögel, der Sunny und der Matze, die sind dort unten. Sind sie? Ich sehe allerdings nur einen. Nee, da sind sie beide. Ja, wunderbar. Da moderierst du, hallo erstmal, von meinem Dach aus an und sagst mir nicht mal, dass du oben bist? Ja, ich meine, das ist Himmelbett hier, das muss ich ja mal vorstellen. Hast du meine schöne Blickrichtung mal gezeigt, ja? Also ich habe jetzt gerade die Blickrichtung Richtung hier diesem Tempel da hinten. Aber du hast natürlich auch noch eine schöne Blickrichtung Richtung Felswand, Himmel. Die allerdings sehr ja, oder Richtung Himmel, ist. Genau, die sehr langweilig ist. Oder Richtung Kirschbäume von unserem Nachbarn. Toll, ne? Ja, ein Traum. Bisschen voll ist es hier geworden. Schöne Grüße übrigens an unseren Nachbarn, der jetzt unsere Sprache gelernt hat. Ja, genau. Der Nobel von ihm. Mikado, oder wie heißt er doch? Genau. Gleich, ne? Oder sie. Mikado, ja, RCS. Und da drüben, ihr seht es auf meiner Insel, da hinten ist die ja, da ist auch ganz schön was los, recht voll geworden. Nun ja, wir haben heute, nachdem wir die Handelsmission in der letzten Folge ja sehr erfolgreich abgeschlossen haben, haben wir gedacht, machen wir heute was nicht schief gehen kann. Das glaubst du. ja. Der Matze hat eine Pavillonfarm, so nennt sich das Ding, ne? Mhm. Kannst du ja vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen? Genau. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Die Pavillonfarm. Es wird jetzt länger dauern, setzen wir uns mal hin. Koja, genau. Mach du doch mal O auf und gib mal Pavillon ein. Da muss ich ja F12 drücken. Na oder gut. O. Pavi. Pavillon. 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 Ah. Pavillon. Genau, ja. Hier ist die zu bauen. Diese Pavillonfarm möchte ich mir jetzt mal richtig leisten und will auch mir richtig was gönnen und habe gesagt, hier, das bereiten wir auch schon mal ein bisschen vor. Ja, es sind ziemlich viele teure und arbeitspunkteintensive Materialien dabei, die habe ich aber schon alle über dunkle Kanäle beschafft. Und der kleine, ja, Wehmutstropfen dabei ist, ich muss meinen Scarecrow-Garden opfern. Die Vogelscheuchenfarm, ja. Die Vogelscheuchenfarm. Aber das die Gute da ist hier, die, den da, das den da. Den da, genau den da. Das Gute ist, die Pavillonfarm, die ist so groß wie das Bauernhaus, nur ohne Bauernhaus. Das heißt, ich mache auf ein Grundstück von 24 mal 24 Meter gut Platz. Wir können uns ja das fertige Ding mal bei der Danu anschauen. Ja, im Grunde genommen schon. Andererseits sehen wir es ja auch gleich hier. Richtig. Man braucht dafür dieses Zertifikat zur Landerweiterung. Das sagt ja schon, dass es auf jeden Fall größer werden muss. Ne? Das gibt es hier für Steuerbescheide. Die hast du dir schon zusammengedüngelt, ne? Ja, also das gibt es für Steuerbescheide. Das ist aber unglaublich teuer. Die gibt es aber auch für echt Geld zu kaufen. Und die Leute, die das tun, machen es dann, verkaufen die Dinge im Auktionshaus weiter. Und es ist wesentlich günstiger, die im Auktionshaus zu kaufen, als sie selbst herzustellen. Dieses Zertifikat zur Landerweiterung selbst gibt es im Auktionshaus? Gibt es im Auktionshaus, weil es ist ein Item, das du für Geld kaufen kannst, für echt Geld. Ja, ja, okay, ist ja auch krass. So, und das kostet im Auktionshaus 225 Gold. Um den Dreh und wenn man es selbst zusammenschustert und die Mats und alles und hast du nicht gesehen und Arbeitspunkte, waren wir glaube ich bei um die 600 Gold. Mats brauchst du ja keine, du brauchst ja nur Steuerbescheid. Wie viel eigentlich? Ich sehe es gerade gar nicht. Unendlich viele. Viele, zu viele. 100, du brauchst schon 100 Steuerbescheide. Ach, Genehmigung zur Landerweiterung muss man erstmal bei der Krämerin holen und die hat ja allein schon. 300 Gold bei genau. der Krämerin schon. Die hat ja allein schon. Dann bist du bei 900 Gold. Ja. Und hast noch gar nicht angefangen. Ja, okay. Und ist auf jeden Fall teuer. So habe ich für 675 Gold alle Landerweiterungszertifikate. Der Matze ist ja unser Krösus, ne? Der kann ja alles. Der, richtig. Der kauft ja hier die Welt. Jetzt machen wir eine kleine Planbesprechung, denn ihr seht, ich bin ja gar nicht mit Eldron online, ich bin mit Samoras online. Das hat folgenden Hintergrund. Mit diese Details. Ja, eben. Wir brauchen Platz. Und die Pavillonfarm geht nur noch hier irgendwie auf die Insel, wenn ich mal mit Eldron meinen kleinen Scarecrow-Garden abreiße. Und der Sunny seinen großen abreißt und für mich dankenswerterweise verpflanzt. Der Sunny wird dann seinen nehmen, den hier, den dahin stellen, wo meiner jetzt steht, den ich dann abreißen werde, weil ich das Design brauche. Okay, Matze, weißt du was? Matze, bau. Das macht keiner. Mach einen Punkt und bau einfach. Jo. Aber die... Das macht einen Punkt aus Sunnys Mund ist ja phänomenal. Dann ja, siehst du mal, wie ernst es ist. Ja. Mann. Aber ihr habt eure Häuser dafür ganz schön eingerichtet, schon im Gegensatz zu mir. Das, hier Nemo. Hier ist Nemo. Ja, Nemo. Nemo, hast du es auch immer gut gefüttert?
Nö. Haben sich nicht vermehrt. Tierquäler. Ja. Die haben auch gar keine Anemone zum drin verstecken. Kann mir mal jemand eine Posteule aufbauen? Das ist keine Art Ja, ich baue eine im Moment. Aber nicht dahin, wo wir jetzt hier Gebäude hinstellen wollen, gell? Hier, baue sie dir auf die Ranch, baue ich sie dir. So, passt bitte. Du nicht. Was doch, aber hallo. Nein, da steht unten, da ist unsere liebe Dano oben. Pass mal auf. Ich geh jetzt wieder Dano runterschubsen. Nee, zu nah an anderen Objekten. Ja, sag ich doch, du musst ein ganzes Stück davon weit weggehen. Dann halt hier. Habt ihr gehört, wie schön ich mit der Pfeife, mit der Flöte... Entschuldigung, ich musste mal eben... Dano wieder runterschubsen. Ja. Naja. So, also, mein Vogelscheuchengarten ist weg. Ich hab keine Post. Und der wird jetzt neu hier hinten aufgebaut. Jetzt haben wir endlich diese blöde Posteule. Wie lange steht die jetzt hier? 10 Minuten oder was? Oh, mir fehlen 2 Steuerbescheide zum Bauen. Nein, dann stell dich hier hin und baue Steuerbescheide. Ja, muss ich schnell machen. 2 Stück. An die habe ich denn zum Bauen? Einen Fünfer musst du halt bauen. Die hast du noch genug Arbeitspunkte? Fuck, ey, das wird ja nachher bei dem großen Pavillon echt interessant. Ja, sonst kaufe ich dir einen Arbeitspunktetrank. Das ist nicht das Ding. Das kann ich auch selbst. Ja, als Sponsor hier halt. Oh, hey, du lässt ja mal endlich was springen. Da war ich habe schon so viel springen lassen hier, ja. Sag mal, über 700 Gold zum Schiff. Wie viel hat der Sandy doch gleich dazu gegeben? 100. Wie viel hat der Matze dazu gegeben? Ja, ich weiß, dass du den Hauptteil gemacht hast, ist klar. Aber ich wollte ja nur mal anmerken, dass ich hier nichts springen lasse. Ja, der Sunny ist aber auch echt kein Farmer, ne? Muss man dazu sagen. Der Sunny ist nur ein Killer, ein Nutznießer, ein Schmarotzer, ein... Hallo! Also der Matze lockt jetzt mal schnell um auf Eldron und verbaut jetzt mal schnell seinen anderen Scarecrow. Was sind das hier eigentlich für... Warte, ich gehe gleich aus der Kochpot. Gruppe und drück mal STRG F. So ein Kochpot, damit mache ich meine ganzen... Ein Hexenkessel. Meine ganzen Foods. Deine 8000 Food. Kein Wunder, dass dein, wollte ich gerade sagen, kein Wunder, dass dein Schiffszwieback nicht schmeckt, wenn du es kochst. Halt's Maul! Lecker Schiffszwiebacksuppe. Mh, nom nom nom. Wie siehst du überhaupt aus? Unwürdig. Nee, er ist ungewohnt, weil er ist auf Heiler umgeskillt. Das kennen wir ja auch noch kaum. Was ist das für eine Robe? Die sieht gar nicht mal schlecht aus. Sani? Meine? Achso, Entschuldigung, ich war gerade was am Lesen. Tut mir leid. Das ist die GHA Stoffrüssi. Ach was. Und das ist die Lederrüssi. Die sieht jetzt ein bisschen doof aus mit der anderen Rüssi als Kombi. Aber die Robe das, sieht... Das ist jetzt quasi komplett Leder. Ja, da ist die Robe schon besser. Die Plattenrüstung sieht auch nett aus. Die habe ich auch noch in der Truhe. Naja, war ruhig. Die droppt vorhin wie Sand am Meer. Ja. So, zweiter Scarecrow erledigt. Sandy, du kannst neu bauen. Ich darf dann, ja. Aber ich warte, bis du dein Dingens gebaut hast. Dein, wie heißt es? Ich komme nicht drauf. Pavillon-Farm. Die Pavillon. Genau. Pavillon. Bau doch endlich, Matze. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Die Pavillon-Farm. Da muss ich, glaube ich, an den Zimmerertisch, ne? Ich dachte jetzt schon. Also wie soll ich sie denn schon haben, wenn ich jetzt gerade erst meine Scarecrow abgerissen habe? Da ist was dran. Ja, da musst du wahrscheinlich an den Zimmerertisch. Weißt du was? Dann kommen wir zurück und der Platz ist fort. Wir haben ein ganz großes Problem. Was da wäre? Eine Sache nicht bedacht. Was? Ich brauche 5000 Punkte auf Bauwesen. Ah, warte mal. Frag da mal die Dano, die hat sie. Ja, die kann sie aber nicht handeln. Du brauchst einen Zimmerertisch. Kann aber nicht handeln. Kann man nicht handeln. Du brauchst Du brauchst echt 5000 Punkte beim Zimmern. Und ich habe 4200. Oh nein. Und ich habe 786 Arbeitspunkte. Also, wir machen eine kurze Pause hier. Nee, warte mal kurz. Gibt es nicht eine Möglichkeit bei der Bauernwerkbank, bei irgendwas hier so Tränke oder irgendwas zu kaufen für... Dass du da Punkte kriegst? Nee, glaub gibt's nicht, oder? Nee, aber ich habe ja auch gerade mein Zimmerer, Quatsch. Leute, warte mal, das Design Pavillon Farm ist aber handelbar.
Ne, gebunden beim Aufsammeln. Entschuldigung. Ja. Ist nicht, vor allem ist die seine Scarecrow Farm da nicht handelbar. Das ist ja das große Problem, die also, zur Herstellung. Stopp, wir müssen einen kurzen Cut machen, ein paar Minuten. Ich hau mir diese 800 Punkte aufs Bauwesen noch drauf, mehr sind's nicht. Was? Bauwesen? Zimmern, nicht Bauwesen. Zimmern, ja. 800 Punkte, ja, dann hast du aber keine Arbeitspunkte mehr. Ey, dann kaufe ich mir Arbeitspunkte, Tränke. Oh Mann, wie war das mit Facebook? Wie war das mit heute, damit nichts schief gehen kann hier? Sehen Sie? Ich möchte einmal mit Profis aufnehmen. Wir sehen uns später wieder, bis dann. Ciao. So, und der Matze hat jetzt seine 5000 Punkte in Bauwesen? Bauwesen, ganz schnell mal gemacht, ja. Mal eben schnell, genau. Jo, und jetzt geht's an die Pavillonfarm und dann bauen wir das Ding endlich auf. Und dann können wir unsere Erfolgsserie fortsetzen. Bei unserer nächsten Handelsreise. Ja. Die wollen wir dann hinten dran anknüpfeln, sozusagen. Aber erstmal wollen wir natürlich die Pavillonfarm sehen. Die ist echt hübsch. Ich brauche noch einen Arbeiterlohn. Ja, nee, weil ich kann sie nicht in Betrieb nehmen. Ich brauche 45 Steuerbescheide. Wie viele? 45. Wie viele hast du? 24, scheiße, ja. Das heißt, du brauchst noch... Noch ich brauche noch 21. Also ja, noch 5 mal herstellen, also 1000 Punkte Arbeitspunkte. 1000 richtig. Arbeitspunkte brauchst du noch. Nee, halt, stopp, er hat 24 Punkte. Ich muss 5 mal herstellen, ja. 5 mal herstellen, es sind ja nur 5er Stacks. Scheiße, ich bin heute ein bisschen durcheinander, obwohl heute... Ja. Ja, hast du, brauchst du einen Arbeiterlohn oder hast du ihn dir geholt schon? Ich hab ihn geholt. Okay. Der hat die Batzen. Ey, heute ist alles gegen mich. Was los? Ich habe einen Arbeiterlohn eben genommen, der hat einen Cooldown von 12 Stunden. Das ist richtig, hätte ich dir sogar sagen können. Ja, warum sagst du es denn nicht? Ah ja, dann kauf mir die Steuerbescheide, wie viel kosten die denn? Nee, setzen kann ich das Ding, glaube ich, oder? Nein, du musst sofort die 45 zahlen. So, jetzt gehe ich erstmal weiter an meine Loyalitätspunkte. Steuerbescheide. Moment. Da kriegst du ja keinen für, für 10 Loyalität. Eben. 130 Gold kosten die Steuerbescheide, das ist natürlich ein Preis. Ja, die sind teuer. Aber warte mal, du hast wahrscheinlich auch keine mehr von den alten. Hier, könnt ihr das rückgängig machen? Nee, könnt ihr nicht, ne? Was denn? Nee, Matze hat jetzt seine Farm verbaut. Ja. Sonst hätte ich gesagt, warte mal halt noch mal. Nein, ist nicht. Also es gibt die zwergisches Elixier des sonst irgendwas. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Zwergisches, das ist ohne diesen Cooldown. Elixier. Ja, des Eifers, das müsste es sein. Nee, ist es das? Nee, das ist es nicht. Wie viele brauchst du? 5-mal musst du sie herstellen, ne? Ja. Also 1000 Arbeitspunkte. Erlesenes zwergisches Elixier. Da mal nach suchen. Erlesenes. Ja. Ach ja, gut, das ist viel zu teuer. Dann sind die Steuerbescheide billiger. Das ist halt, sind Arbeitspunktetränke, die keinen Cooldown haben. Aber, ja, aber 300 Gold. Ja. 170, sorry. Nee, kannst du vergessen. Ich habe noch Arbeitspunktetränke, aber das hilft uns ja nicht. Hast du denn die vom Dingens noch? Ah, wie heißt es? Vom Server Down? Hast du die zufällig? Alles aufgebraucht schon. Scheiße. Ja, nix, ich kauf die jetzt, ist mir jetzt egal. Teurer Preis. Ja. Vollkommen egal. Teure Pavillonfarm. Was will ich alles für unsere Zuschauer? Warte mal kurz, bevor du es kaufst. Nee. Ist gelaufen. Ach so. Ich habe ja noch Treuepunkte, ich könnte sie dir als Geschenk senden, Steuerbescheide. Ja, ist jetzt durch das Thema. Hätte ich dir 2 schicken können, 20, dann 40, mir 40 dann Stück. Ich die anderen wieder. 40 Stück hätte ich dir schicken können, soll ich das machen? Wie viel brauchst du? Wenn du deine Treuepunkte nicht brauchst. Ich brauche meine Treuepunkte, ich würde dafür auch einen Archeum-Baum kaufen, aber... Ja, nee, dann lass es jetzt kommen, wir haben es, bevor wir lang diskutieren. Ja, und dann... Ich kann da sowieso nicht mitreden, weil ich habe noch 5 Loyalitätspunkte. Loyalität. Eieieiei, das ist alles, es ist in der Theorie immer so einfach. Hier, wir haben alle Materialien, wir haben die Rezepte und los geht's und dann... Geht's doch nicht los.
Scheißdreck. Ja, und das ist der Punkt, man probiert es doch zu planen, aber vergisst doch irgendetwas am Ende. Ja gut, diese 5000 Punkte, die benötigt sind, die hätte man sehen können, sage ich jetzt mal blöd, aber jetzt hier mit den Steuerbescheiden... Dass der Apex Cooldown hat von 12. Ja, Stunden. Das auch, aber dass du 45 Steuerbescheide brauchst beim Bau, ist natürlich echt auch ein krasses Ding. Also. Ja, ist aber auch teuer, ne? Guck dir mal an, was ein Bauernhaus kostet. Ja, ja, sag ja, ist teuer, ist viel... So, und jetzt kommt ja erst die nächste Wahrheit, passt das Ding überhaupt hier hin, wie wir es geplant ja, haben? Also das wird ja wohl gehen. Ach, du kannst so schön mit der Flöte spielen. Ja, es geht, aber es ist nicht in eine einzige Richtung Luft. Nö, das ist ja klar. Dass das auf Presta reingeht, ist klar. So, bitte Sektflaschen ploppen lassen. Ja, warte. Mach hin. Warte mal, hier habe ich ein Feuerwerk noch. Ich glaube, ich habe kein Feuerwerk. Ich habe nur so ein Arbeitspunktefeuerwerk. Ach komm, das nehme ich, oder? Ja, ja komm. 3, 2, 1. Oh, das ist aber ein tolles Feuerwerk. Ja, mit Happy New Year. Happy New Year! Tada! So, und jetzt? Der Pavillon ist noch nicht fertig, oder? Hm? Ist der Pavillon? Achso, jetzt muss noch ein Holzpaket da reinzimmern. Okay, ja. Ja, ich dachte, das sieht so ein bisschen erbärmlich aus. Jetzt muss ich gucken, wo die Scarecrow hinpasst. Hier passt mein Scarecrow hin. Da passt aber auch so, gerade eben, ne? Oh ja, eben. Alles das haben wir ja ganz genau eingemessen. Kann ich hier... Habe ich irgendwas zum Pflanzen? Ich hätte noch ein Holzpaket. Soll ich das bei dir dran zimmern, Matze, oder soll ich meine damit fertig bauen? Bau deine fertig, ich hol grad eins. Bau es bei dir dran, es ist schneller fertig. Ja gut, dann brauche ich das jetzt auch nicht machen. Dann können wir deinen nachher noch im Offscreen fertig bauen. Ja. 1A. Ja, ich habe jetzt gerade mal einen Klee rausgeholt, um zu sehen, wie hier die Maße so sind. Und groß, da links ne? daneben sehen wir von einem anderen Spieler ja den alten kleinen Garten. Also das ist schon groß. Schon durchaus groß, wobei in der Mitte schon ein bisschen was verloren geht. Ne? Also, ja, aber lang nicht so viel wie beim Bauernhaus. Ich denke auch, dass die Fläche insgesamt schon noch... So, fertig! Warum brennt der? Weil er immer brennt. Weil er angezündet. Ja, ist doch ganz schön. Ich kann dann jetzt wieder abreißen, ja? Kannst du, glaube ich, gar nicht. Oh, Licht an! Nee, sieht cool aus. Hat was. Und da in der Mitte kann man ja jetzt, Stühle hinstellen, eine Kiste hinstellen oder die Bauernwerkbank oder andere Werkbänke. Eine Postheule, irgendetwas. Genau, eine Postheule. Irgendwas wird da schon gehen. Ja. Also, das ist schon, ja, doch so ein bisschen... Bisschen Neid kommt da schon auf. Guck mal, ich schenke dir einen Klee. Ja, ich will auch gerade mal gucken. Ich gehe mal eben in meine Truhe und hole mir einen Gerstensamen. Weil da habe ich noch so ein ganz paar liegen. Ist schon nicht schlecht. Ich bin aber immer noch so am Überlegen, ob... Ja doch, es wird mehr sein am Ende. Weil das Ding in der Mitte echt jeden Fall dick ist. Nee, aber das... Wieso sollte das jetzt nicht mehr sein? Das hat die gleiche Fläche wie das Bauernhaus und das Ding da ist kleiner als die Hütte. Ja. Matze, dann müssen wir jetzt sehen, dass wir unsere Zäune vernünftig gebaut kriegen. Das ist dann mal ein Offscreen-Projekt, ja. Ich glaube auch. Hier könnt ihr noch einen kleinen Garten pflanzen, genau hier. Toll. Ja, dann habt ihr alles, weißt du? Dann wär's lückenlos. Da passt eigentlich nirgendwo mehr einer hin. Doch, hier geht ein kleiner Garten hin, ganz definitiv. Ich sehe es hier gerade. Hier in der Mitte geht einer hin. Ja. Nein, hättet ihr das vorhin gesehen, wie bei mir die Ansicht war, als ich das hingesetzt habe? Es geht keiner mehr hin. Doch, weil hier steht einer und der ist genau zwei Felder breit und da sind zwei Felder Platz. Ja, ihr täuscht euch, aber... Nee, cool, das passt nicht, weil du hast links und rechts ja immer noch so ein kleines Stück Platz. Ach so, diesen komischen Weg, der da quasi zwischen passt ist. Passt nicht. Ich hab's doch gerade gesehen, dass es nicht passt. Na gut. Wir haben ja quasi alles. Wir zäunen das jetzt alles komplett ein. No. Und hier in der Mitte stellt ihr einen Baum öffentlich hin. Der fällt überhaupt nicht mehr auf. Stimmt. Im Chat, suche nette Gilde. Geile Information. Komm zu Niveau. Wir sind nicht los, nett. Niveauvoll. Aber nicht nett. Bei uns wirst du beleidigt.
Wenn du rumlappelst, ja. Plündern, plündern. Zwieback, ich klau dir jetzt Zwieback. Nein, du klaust mir kein Zwieback. Doch, doch, alles weg, alles meins, die. Alles meins. Guck, weg. So, ihr Nappel. Also, wollen wir jetzt noch eine Handelsmission machen? Wieder rein. Ich klopp mich gerade mit Koya, also Matze, sei leise. Wofür brauchst du den Schund? Brauchst du den? Für die ganzen aufgebauten, also Schiffszwieback kann ich herstellen, danach kommt Vollkornbrot, da brauche ich schon den Schiffszwieback wieder für. Also, ach so, du brauchst immer die Stufe des vorherigen Essens quasi, genau. Um das nächste dann herzustellen, okay. Genau. Ah, Scheune, guck, yo, Ivo, wollen wir dann zur Handelsmission überschreiten? Ja. Wollen wir das wirklich nochmal probieren? Ja. Ich porte da mal nach Solzried, ne? Aber ich habe da einen Rückruf. Guck mal, wie stabil hier dieses Ding ist. Das ist doch mal... Ich will auch, warte. Ich nur auf die andere Seite. Ich habe es aber auch gar nicht fertig gebaut vorhin, merke ich. Da fehlt noch weg. Was. Ihr seid so unvermögend. Ich war mit einem Hubs drauf. Vermögend ist Matze. Weißt du, das schafft er mal einmal. Ich wollte gerade sagen, einmal. Ich werde das bestimmt nicht normal schaffen. Das ist... Einmal schafft er was und dann hat er eine große Fresse. Ja, das ist ja euch ja ähnlich. Das ist wenigstens... So, hier, mach mal ein Brutal auf, dann machen wir uns rüber. Ja, wer macht denn Brutal auf? Du. Nee, ich hab da einen Rückruf. Was, in Solzried? Ja. Ist ich hab mir einen Rückrufpunkt direkt an der Bank geholt. Ach, dann mach ich das. Was haben wir gesagt? Lacton? Lacton war es, oder? Nein, nee. Halt, stopp. Ich mach den Port, weil ich hab ja da den Portpunkt. Wenn ich da einen Rückrufpunkt hab, habe ich da auch einen Portpunkt. Sollte man meinen. Ne? Alles andere müsstest du mir erklären. Halbinsel Solzried. Da, Solzried Pumpkin Garden. So, als nächstes müssen wir Mikado dazu kriegen, dass er für weitere Gebäude von uns sein Haus räumt. Ja, auch wenn wir den ein paar Mal umhauen. Nein, das müssen wir diplomatisch lösen. Weißt du sonst der Liebe überhaupt? Ah, Leute, wegegeln bin ich gut. Meine Insel war leer. Hast du gesehen? Ruckzuck. Ja, ja. So gestunken. Kaum hab ich mein Häuschen da gebaut, war die Insel verlassen. Ja, und ich hab ein paar Mal gefurzt. Kaum hat sich rumgesprochen, dass du Arcade nicht mehr zockst, passiert Wildwuchs. Ja, genau. Habe ich einmal ein paar Tage meine Steuern nicht gezahlt, kriege ich Mails da rein, willst du es nicht abreißen? Jetzt holt euch hier den Portpunkt, bitte, Mädels. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ja komisch, warum ist denn hier so ein Portpunkt? Das hatte ich ja noch nie irgendwie gesehen. Das ist das bei... Ist das nicht ein Wohngebiet hier? Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall einer. Entschuldigung. Prost. Dünnheit, Oh, Hustler, so. Wöchentliche Steuer. Aber dann mache ich jetzt meinen Rückruf hier, das ist gar nicht gut. Ja, dann stellst du ihn halt nachher wieder um. Wo hattest du denn vorher? Ah, in der Stadt, bei unserem Haus. Berö. Ja, nee, ich nehme das Ding hier nicht, dann porte ich halt hier, das ist jetzt nur einmal. So. Leute, jetzt gebt mir mal all eure Mats, die wir für die Handelsmission brauchen. Ich hab keine, aber ich kann dir sagen, was wir brauchen. Ja, das weiß ich selbst. Handel damit erbitten. Ich sehe, was du stehst haben. Nicht zur Verfügung, du bist mal wieder beschäftigt. Du stehst nicht zur Verfügung, hä? Das steht da immer, der Spieler steht nicht für einen Handel zur Verfügung. Ich habe, also die Qualitätsurkunde gebe ich dir jetzt einfach auch, da hast du alles. Ja. Das und das. Ey, alles Koja, klar. Wolltest du mal die Plattenrüstung sehen? Ja. Warte. Sie eben ins Inventar packen. Obwohl ich das grad sind, mich noch frage, das, ob ich das sehen will. Das sind Hose und Plattenoberteil. Finde ich schon extrem schick. Sieht gut aus, ja. Doch. Würde mir bestimmt auch gut stehen. Das ist ein Jammer, dass das Zeug nicht handelbar ist. Ja. Irgendwie auch komisch, ne? Die Sachen aus der ersten Instanz, aus der Anfängerinstanz, diese Level 18, Level 20 Sachen, die sind handelbar. Die sind handelbar und die Dinger nett. Boah, jetzt ist der nackt. Yay! Mir kurz übergeben. Wo ist eine Schüssel? Hier. Da ist ein Trog. Wo ist die Schüssel? Hier ist ein Trog zum Übergeben. Was ist ein Trog? Das ist ein Weizensack, du Fuss. Das ist aber Trog. Das ist Trog genug. Dann halt hier so ein Blumenkübel. Oder in die Vase. Das ist zum Trog und es ist ein Getreidesack. Ich kann auch in den Brunnen kotzen. Das ist ja nicht meine.
Du kannst doch einfach hier in den Trog kotzen. Da ist ein Trog, genau. Stagnant Water. Ach nee, falsches Spiel. Ja, musst du dann wieder abkochen, dann geht das. So, ihr Nappel, also. Ich stelle mich jetzt zum Auktionator und kaufe ein und ihr sagt mir, was ich brauche. Ich sage euch, was ich habe und dann müssen wir rechnen. Du brauchst 20 mal 50 pariertes Fleisch. Danke, ich will konkrete Zahlen. Was er hat, ist ein 1000. Schuss. Danke. Also pariertes Fleisch. Brauchst du 1000 Stück. Guck grad mal schnell, was am meisten Geld bringt. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt 100% oder sowas nur. Ja, wahrscheinlich. Das würde passen zum Abend. Tiefensand, 125% und 130%. Die Trockennahrung gibt mehr, also sollten wir mehr Trockennahrung machen als Rohrfleisch. Wenn du das jetzt noch drei Viertel, ein Viertel aufteilen willst, dann kriegen wir das gar nicht auf die Reihe mit dem Einkauf. Ja, ja, es ist 15 und 5. 15 und 5. Es ändert sich eh noch tausendmal, bis wir wahrscheinlich da sind. Von daher würde ich sagen, eben. Scheiß drauf. Also, wie viele Eier? Machen wir halb einfach. Ja gut, es geht eben nur um ein paar Mal. 300 Eier brauchst du. Wie viel? 300. Ich habe 700, das ist gut. Und 350 Trauben. 350 Trauben. Hauptsache ich höre die Tastatur smisch. Ja, das war der Matze. Ey. Ihr beiden sind das nicht. Wir haben unsere Mikrofone richtig eingestellt. Aufhören. Ja, bitte? Lass mich raten, es gibt keine Trauben im Auktionshaus? Doch, ich habe mich nur vertippt gehabt. Es war eine kurze Schrecksekunde. Boah, Matze, heute bist du echt inkompetent, oder? Ja, ich wenigstens nur heute, du immer. Der war gut. Seid lieb zueinander. Sind wir Nein. doch. Ach so. Das habe ich nicht gemerkt, Entschuldigung. Wir sind immer lieb zueinander. So, ja, also. Wir haben uns ganz dolle lieb. Schau mal, der kann fliegen. Oh Gott, wo war der Trokoja? Hauptsache, er rennt einen hinterher, aber der kann, guck mal, der kann fliegen. Boah. Hilfe. Ja, der fliegt so schön. Mit hat, was für Leuten bin ich hier? Er hat so einen schönen Schal. Er ist so tuffig. Dieser Level 50 Schal da. Du bist eher tuckig als tuffig, glaube ich. Der Schal ist tuffig. Also, Schnauze, was hast denn du mir jetzt verpasst? Kontenance, herkommen, Klappe halten. Ich habe ein Kolibri-Liedchen bekommen. Leute, ich möchte mehr spielen mit euch. Ein Kolibri-Liedchen. Ja. Geht's noch? Ja. Verringert die Wirkzeit um 6%. Gilt das auch für Buffs? Oh ja. Ja, bitte. Du stellst her. Nichts. Eier. Wir brauchen Eier. Sieben Pakete. Boah, das passt. Die Musik, die ich gerade auf dem Ohr habe, passt. Könnt ihr mal so kurz geil. Die hier, gib mir doch alles, Matze. Ich stelle einfach alles her und der Sunny fährt alles runter. Und du stehst endlich mal am Steuer. Hm. Dann lass mich alles herstellen. Ich habe mehr Arbeitspunkte. Über. Ich habe 2100. Ja, gut, mir wurscht. Ich hab fast 3000. Ah ja, dann stellt der Sunny alles her und ich hol schon mal mein Moped raus. Gut. Wie dem auch sei, Sunny kriegt jetzt das und das und das. Mein Moped raus, da. Das hier kriegt er auch. Und 350 Trauben. Hier, ja. Boah, das passte gerade so. Matze ist angefangen zu reden und ich habe gerade auf dem Ohr die Darth Vader Musik gekriegt. Ja, aber ach so, wir machen jetzt einmal die Mopeds alle voll, bevor wir runtergehen. Ja, einmal alle, genau. Und dann so, fahre ich noch ein paar Mal hin und her. Gut, dann mache ich jetzt mal eben spawne ich mein Moped auch nochmal eben. Ah ne, ich kann mein Moped nicht spawnen. Ihr müsst fahren, ich habe mein Moped nicht. Mein Moped ist kaputt. Immer noch von letzter Handelsreise, ich hab's noch nicht repariert. Naja, dann hast du nur 2 voll zu machen, das passt ja. Oh, am Arsch der Welt ist es gespawnt. Naja, kannst du ja herfahren. Ne, der Punkt ist, ich muss sowieso. Fahr mal näher ran, Koja. Ich bin direkt dran. Ihr fahr mal direkt dran, dass ich mich nur noch umdrehen brauche. Wir haben aber noch das Problem, wir haben wieder das Problem wie letztes Mal, ich kann nicht Ökeltöff und Schiff gleichzeitig spawnen, ne? Ja, das musst du gleich wieder weg spawnen. Müssen wir dann umdingsen. Ja, so ist gut. So ist gut. Nee, so ist nicht ja, gut. Ja, mach mal keinen. So ist gut.
So, dann schmeißt du mir eins auf den Boden, ich nimm's. Du kannst auch eins hinten rausnehmen aus deiner Kiste. Achso, ja, genau, so ist es. Oh. Wollte ich doch machen. Du müsstest mal ein Stück vorfahren, Matze, sonst komme ich hier gleich nicht weg. Deswegen stehe ich auch so, weil es lustig ist. Nee, lustig, nee. Hau ab. Mann, doch geht. Matze, nicht mich aufgabeln. Danke. Fährst du weg, oder wie? Ich bin rückwärts in den reingefahren, dann hat es ihn in meine hintere Kiste gebackt, dann habe ich mein Auto gedreht und seine Herstellung wurde abgebrochen. Gut, dass ihr das nicht alles noch unnötig rauszögert hier. Yo, 10 Sekunden. Ich würde sowas nie tun. Was ist das denn? Ich sehe hier einen fliegen ohne Gleiter. Ja, das hab. Der hat Matze auch bei mir. Öfteren. Bei mir hat er unten gefahren. Jetzt hat er auch einen oder sie oder wie auch immer. Matze, hast du dich noch wieder bewegt? Ich sehe nichts mehr. Nein, ich habe mich nicht bewegt. Ich fahr mal ein kleines Stück vor. Ich sehe nichts. Ich bin in der First Person quasi. Du bist reingeklemmt. Gefesselt. Jetzt wieder ein Stück zurück. Wie er sich überhaupt nicht kleine bewegen Stück. Will, der Kerl, weißt du? Ja, ich muss sonst dieses dämliche Fenster öffnen. Schließen, andauern und wieder öffnen. Das ist echt nervig. Und tschüss, viel Spaß. Bringst du auch noch ein Paket mit? Ich, ja. Jetzt hängt der Matze da, wo ich eben war. Das ist ein bisschen tricky da. Ich bin aber durchgekommen. Probier's jetzt nicht. Ey, bin ein bisschen besoffen. Das ist doch so ein bisschen... Das ist so... Ah ja, Rennen kann beim Reiten nicht verwendet werden. Fährst du eigentlich auch schneller dadurch, Matze? Nicht merklich. Guck mal auf die... durchs Gedüdel? Ja, guck mal, ob du auf die Geschwindigkeitsanzeige, bitte. Du bist genauso schnell mit dem Esel wie er mit dem Moped, dann wirkt's nicht. 4 Meter pro Sekunde. Nee. Ja, dann wirkt's nicht. Ja, aber schade. Normal müsst's ja eigentlich. Ich krieg den Buff. Aber. Ja, ich weiß, aber dein Ökeltöff. Wirkt nicht. Mein Ökeltöff wirkt nicht, ne. So. Mädels, ich muss mal meine Pakete jetzt hier in den Sand legen. Ihr müsst also mal aufpassen, ja? Ich bin Heiler. Okay, ja, dann gehe ich auf Steuerung F gleich. So. Mit einer abwesend an Angeln. Ja. Nicht dahin legen, nicht dahin legen. Oh. Stell's zwischen unserem Moped. Achso, nee, Quatsch, warte mal. Hier, ganz vorne an die Spitze, bitte. Ich stell mein Moped dann davor. Ganz vorne an die Spitze. Als würde das jetzt noch einen Unterschied machen. Ja, dann sieht man es nicht so. Von oben. Die Leute, die sehen wollen, dass hier was passiert, die haben es schon gesehen. Die lauern nämlich eh oben auf den Klippen und beobachten das Ganze schon. Gehst du auch auf Steuerung F, Sunny? Doch, bitte. Falls einer kommt... Ich bin Heiler. Ja, verlieren wir keine Zeit, wenn einer kommt. Ich kann eh kein Damage machen. Ich habe nicht einen Damage-Skill. Okay, also muss ich Damage machen als Tank, der auch keinen Damage machen kann. Ja, aber ich kann dich heilen. Wir haben einen Plan. Das heißt, du hältst mehr aus. Ja, theoretisch. Praktisch auch, komm, so schlecht ist meine Heilung echt nicht. Nee, aber ich werde wahrscheinlich nicht genug Damage rausbringen in der Zeit, um... Gut, also bis ihr diskutiert habt, bin ich fertig. Genau, im Hintergrund jetzt alles fertig und mir immer noch... Matze schon, dein Ding ins Buff rein. Der Matze schon in Harali. Weißt du? Oh ja? Ja, bitte, was soll ich? Mach dein Zeichen des Eigentümers. Ach so, ja, das kann ich machen. Das ist jetzt eh die kritischste Phase. Haben wir Bio-Treibstoff mit? Danu fragt gerade. Ich nicht. Ich hol gleich noch ein bisschen. Ich hab 7 Stück, ich kann noch 3 holen. Ja, ich hab nämlich gar keine mehr. Wo hast du die denn hingetan? Du hattest doch so viele. Auktionshaus. Ich bleib hier stehen, ihr beladet. Solange die Pakete hier auf dem Boden liegen, will ich nicht. Ey, ich schwimme auch schneller. Ist ja praktisch. Matze? Hm? Dein Schiff steht beschissen. Oh, ich hab's vergessen fortzufahren, ja. Hier ist eine und klaut Paket. Echt? Jo, deswegen. Ich krieg die nicht.
Warum kriege ich die nicht? Ich habe Steuerung F an. Es geht nicht hier, logischerweise. Wir sind in Solz-Ried. Geht ja, nicht. Da, in Solz-Ried geht's eigentlich. Nein, natürlich nicht. Ist Stadtgebiet. Geht nicht. Steuerung F ist hier wirkungslos. Oder kriegst du es? Nee. Also ich gehe jetzt schnell das Schiff. Ah, sie hat es wieder hingelegt. Besser ist das. Ich nehme es mit. Gibt also auch noch nette Haranis. Was ist denn das für eine Klassenkombination? Hm? Vitalismus, Auramantie, Schattenspiel. Interessant. Ganz komische. Fahr ein bisschen ran, oder? Was? Invite me if they are need card? Hey, das Schiff bewegt sich. Ich dachte auch gerade, ich fahre ran. So. Hab dir nicht zugehört. Matze, bleib einfach am Steuer, wir laden auf. Ja, ja. Am Steuer. Aber diesmal auch bitte am Steuer stehen, ja? Ja, ich habe nur noch das eine Paket auf dem Rücken. Ja, ist ja nicht schlimm. Ey, nicht wegfahren, Matze. Ja, ja. Ja, komm, das eine Paket werde ich doch gerade noch da vorne in die Kiste reinkriegen. Hey, hier ist schon ja, warte. Ja, ja, der fliegt die ganze Zeit hin und her. Geh los. Nee, ich bleib stehen. Ich kann doch dein Steuer übernehmen. Direkt. Mach Zeichen des Eigentümers, dann passiert ja jetzt nichts. Sollte nicht, ne. So. So. Heieiei, hier. Das ist, man kann nicht mal mehr ein Handelsschiff beladen, ohne belagert zu werden. Ist auch zum Glück nur ein bisschen nervig. Mhm. Geht mir ja jetzt schon auf die Nerven, ne? Pussy? Ja. Ja, Gott, einfach ignorieren. Kommst du dann, Sani, zum Bauen? Ich gehe hoch. Jo. Du kannst ja oben schon mal deinen Ökotiffsboden und genau, so machen wir das. Naja, ich hab dich dennoch überholt. Angebe. Nee, war nicht absichtlich. Ich wollte nur schnell oben sein. Ökotiff. So, irgendwas Großes spawnt hier neben mir gerade. Ja, wahrscheinlich holt die ihr Schiff raus und... Ach du, ja, und was hatte ich für eins, ey? Ja, das Große, oder was? Ja. Oh, dann pass auf. Ja. Kann weil, sein, dass die uns unterbombt. Also hier geht's jetzt, glaube ich, nicht, weil das geht auch erst im Krieg, aber wenn die jetzt hinter uns herfährt... Ey, nicht nur das, die schiebt mich jetzt an Land. Och, nee. Ein Troll. Wenn man einen eiskalten Troll erwischt. Ist das eine Harani oder was? Nö, das ist eine Nui. Aber ich spawn gleich meinen Harpunenclip und zieh dich wieder runter. Nee, ich bin nicht, hat sie nicht geschafft. Das geht auch nicht. Wenn du nicht an Land fahren kannst, kannst du auch nicht an Land geschoben werden. Aber wenn die halt im Kriegsgebiet dann auf uns schießt. Ja, von und zu. Aber dafür musst du erstmal die Kanonen bedienen können. Ja, bitte. Was sagt denn unsere Zeit aktuell? Ja, ach Gott, ne? Immer die Ruhe. Ist ja noch nichts passiert. Insofern kann die Folge. Raus? Insofern kann die Folge ein bisschen länger sein. Ja. Soll ich einfach mal schreiben, du nervst? Du blöde nee, dann fängt es erst richtig an. Einfach ignorieren. Dann. Ja. So. Das muss so sein. Oh, jetzt hat sie mich aber perfekt hingeschoben für euch. Besser kann man jetzt stehen. Das ist ja praktisch. Danke. Thank you. Hm.
Die Segel sehen sehr verlockend aus. Ich hoffe, die ruft jetzt nicht ihre Gildenkollegen, dass da noch Leute die Kanonen bedienen können. Die ist vermutlich auch noch schneller als wir mit dem Ding, oder? Das kann ich nicht genau sagen. Nein, ich meine nicht, das ist langsamer. Vor allen Dingen haben wir 10 Biotreibstoff bei. Aber du bist jetzt ganz schön am Absaufen da, kann das sein? Alles in Ordnung. Kannst du vorfahren? Nö, ne? Alles in Ordnung. Okay. Ich kein Bio, gar kein Biotreibstoff mehr. Ich habe scheinbar nicht. Kommst du runter zum Einladen, Sani, oder? Ich hab gedacht, das machst du jetzt. Ja, dann muss ich den Trabi hier halt so lange stehen lassen. Geht ja auch nicht. Ja, warte, ich bin unten. Ich bin dann kommt die schon wieder. Aber das geht nicht jetzt, oder? Doch geht, ich kann F drücken. Steht die am Steuer? Weiß nicht, aber irgendwie fliegt hier wieder... Das warst du, Sandy, was hier fliegt, okay. Ja. Steht sie am Steuer? Ja, ja, sie ist zumindest nicht an meinem Moped, weil... Ja, das Gute ist, sie kann jetzt nicht ans Moped, wenn der Sunny da steht, weil dann kann der Sunny ans Steuer. Ich versuche gerade eher den... Versuchte gerade eher die Segel runterzumachen. In der Luft nicht verwendbar, das Beschleunigen, wenn ich da kletter. Ja, super. Hier vorne ist das Schiff voll am Absaufen. Ja, aber Hauptsache sie oder es hat Spaß. Ja, natürlich. Jetzt kann es sich nicht mehr viel bewegen. Ich habe gerade den Anker gelichtet. Ach, super. Ich fahre wieder hoch. Also, beziehungsweise, was heißt fahr? Ich, Ihren Anker? Ihren Anker, ja, ja. Das ist gut, dann muss ich ja vom Steuer weg. Hehe. Eben. Ja, nur wir kommen da wahrscheinlich auch nicht raus, solange ihr Moped nicht bewegt wird, glaube ich. Doch. Aber das hast du mitgekriegt, oder nicht? Den habe ich bekommen, ja. Jetzt hat er keinen Bock mehr und hat das Schiff despawned. Despawned, ja. Super. Es ist ja, Mikado. F wieder auf. Nein, es ist nicht Mikado. Ah nein, es ist Mikao. Ja, ja, ist derselbe Name. Ist nur eine Nui, die Mikado ist ja eine Harani. Jetzt kommst du nach oben. Ah, super. Mein Trabi ist wieder am Arsch der Welt gespawnt hier, ich hasse das. Die Stelle hier ist voll toll. Ja, du musst halt echt hinter dem Trog stehen. Habe ich festgestellt. Mal schauen, ob wir unsere erste Handelsmission tatsächlich zum Abschluss bringen können. Na, Logo. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Wir beladen das Ding jetzt fertig im Offscreen. Das wird ja sonst, glaube ich, nur noch öde. Und dann sehen wir uns mit vollgepacktem Schiff hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss.